Ja, Falco ist nice. Hast du Wunsch bekommen? Ja. Hey, warum fragst du dann mich, wenn du jetzt mit dem Team spielen willst? Ja, es geht darum, ein Turnier zu organisieren. Achso, ein PM-Turnier, okay. Mit Port? PM-Turnier. Auch hier, von mir aus. Ich spiel zwar dann random. Okay, es geht los. Aber das dürfen wir nicht streamen, das ist okay. Lieber Paragon Stream schauen. Oh, und da kriegt David schon den ersten Edge Guard. Vielleicht hat er jetzt richtig Confidence nach dem Sieg über den legendären Timmy. Wow, diese Follow-ups sind so. On point hier. On point. Und der Event ist out. So spooky for me. Aber David mit dem potenziellen Gimp kann kein Kapital durchschlagen. Kein Kapital. Und nun wieder Plattform-Kombo. Ja, Grab. Das rackt schon sehr hart den Damage. Interessante Double Jump Abwehr. Ah, aus dem Double Jump gecatcht und das ist natürlich das Dog. Mit der Lead mal wieder. Das war auch die Tendenz aus dem Winners Bracket Set, dass das Clemens eigentlich immer mehr oder weniger die Lead hatte und ja, er hat sich nicht von Davids Gimp Game demoralisieren lassen. Genau, richtig gesagt. Und aber es ist even, absolut even. Es bleibt spannend. Ja, sehr harter Pressure von Clemens. Oh, richtig gut, richtig gut. Oh, ein böser Money Grab, der könnte jetzt seinen Stock besiegeln und mit Warum dem Edge-Shot. Ich hätte eher. Weil Cardano hatte einfach die Zeit. Ja, aber ich muss sagen, ich war mir nicht sicher, ob er es vielleicht nicht doch auf die Stage schafft. Weil unten bei Battlefield ist die Kamera so. Nicht vorhanden. Zum Beispiel hier. Perfekter Winkel. Nicer Winkel. Richtig, richtig. Das hat ihn jetzt. Und Scheiß, er wäre sonst tot gewesen. Ja. Oh. Oh, das war schön. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Schauen wir mal, was Clemens hier so counterpicken wird. Schätze, Poke wird gebannt. Oder Dreamland. Entweder Poke oder Dreamland. Oder Fountain. Oh, Fountain. Crazy. Go. Oh, nein. Ah, böse. Oh, oh Gott. Was war das? Tun wir so, als hätte es diesen Stock nicht gegeben. Ja. Diese... Ich hasse diesen Dings Forward Throw Chain Grab. Ich buffer. Also man muss ja erstmal richtig die ein und dann eine Rolle buffern am besten. Ne? Wie ist denn das? Bezüglich welcher Situation ist? Einfach der Forward Throw Chain Grab von Mark auf Spaces bei Nutzen. Das dürfte doch, soweit ich weiß, gar kein Chain Grab sein. Ja, aber es ist schwer rauszukommen, finde ich. Ja. Fast schon so eine Frame Trap, ja. Oh, dieser Moonwalk. Die Forward Smash war. Die Forward Smash war auch. Bisschen desperate. Oder ja, desperate. Gott. Schön fair. Oder hätte er schon Hit confirmen können? Oh, das war böse die Art. Das hätte er eigentlich überleben müssen in dem Fall. Aber mal wieder eben. Ja. Früher war es, glaube ich, oft so, dass Clemens im Winners gewonnen hat gegen David. Und dann ging es verloren. Das ist auch dieses Mal der Fall. Bald wissen wir mehr.
kann aber wirklich demoralisierend sein gegen so eine Maus. Deswegen, oh, das war doppelte Hitbox irgendwie. Hitbox und normale. Also mit Fox gegen David's Maus ist sehr demoralisierend für mich. Ja, ich hab das Match auch schon aufgegeben. Ja. Deswegen fand ich es auch krass, dass Clemens und Jonas so convincing gewonnen haben. Ah, das war ein sehr lucky Tipper. Aber und jetzt hat Clemens vor allem das Problem, dass er mit auf jeden Fall auf FD einmal gewinnen muss. Ja. Ist doch so. Geh mal einen rauchen trinken. Warum Counter Clemens FOD? Ja, das war das Counter Pick. Counterkick groß vor mir. Das wird richtig böse für uns. Aber dafür hat er dann Fox ist besser Charge Spiel. Vielleicht könnte dann ein paar Zweifel oder was. Ja, aber FD kann halt dafür ziemlich viel mit Lasern arbeiten. Ja. Und auch selber mit Grab kommen. Genau. Wahrscheinlich. Nee, obwohl David hat wieder. Ey! Was war denn da? Oh, Ah, hier wurde ich geinfinited. Ich hasse dieses. Ich hab letztens ein Freelancer-Session gemacht mit David. Und da habe ich auch Fox gespielt und ich hatte keine Chance mit Fox. Überhaupt nicht. Ein auf keiner Stage? Ein Match habe ich gewonnen. Auf welcher Stage war das? Ich glaub, okay. Ja, ich persönlich finde, Greenland ist eigentlich am besten in dem Matchup. Ja, auf jeden Fall. Deswegen fand ich auch so krass, dass das Greenland. FOD, ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber FOD ist, würde ich sagen, die. Weiß nicht. Ja, zweite oder drittbeste. Kommt natürlich auch immer auf den Spielstil des Fox. Oh, wir haben das Scoreboard gar nicht geupdatet. Stimmt. Okay, wie mache ich denn das? Ich glaube auf den Pokal. Ja, ja. Dann. Steht. Glück nur da bei den Cups. Alles Bursche. Alles Bursche. Nee, nee, vielleicht ein anderer Cup. Nee. Okay, ja, da waren wir. Tja. Tja. Und wie geht's weiter? Sonst mit den freien Hüten. Hoch und runter mit der Sonne. Ja, zu technisch. Zu viel Technik, ja. Und das soll kosten. Low 3. Nee, das kann ja nicht sein. Ja. Eigentlich sehen Downswing. Oh ja, da darf man natürlich nicht damit spielen. Das ist so. Da krieg ich. Das ist wirklich das Schlimmste im ganzen Spiel. Ja. Oh Scheiße, da krieg ich wirklich einen Hass auf. Oh nein, unglücklich. Das kann man wirklich unglücklich sein, wie man. Oh, jetzt wunderschöne Coverage. Entscheidet sich für ein Follow-up mit der Abwehr statt einer Glückssituation. Ob ihm das zu Kosten kommt. Oh. Ah, hatte den Read mit der Rolle, aber konnte. Ja.
getroffen. Das ist wirklich ein Nerven. Set. Aber wie gesagt, ich sehe, jetzt kommt wahrscheinlich Yoshis oder so. Aber dann kommt FD. Wir haben es 2-1, oder? Wir haben es 2-1. Ja, er hat noch nichts gebannt. Er hat ja noch nicht, er hat ja sein erstes Match jetzt gewonnen. Nein, du musst auch bannen, wenn du gewonnen hast. Clemens bannt jetzt. Clemens bannt. Oder es steht 2-1 für Clemens, das kann ich auch sagen. Das Bones Modifier. Ready? Go! Nee, das ist ja Ansichtssache, Foxy, oder? Also ich würde für kein Geld der Welt gegen diese Maus und Fox und so mehr spielen. Und bereits ein schnelles Defizit. Ja, das ist halt. Aber wieder ausgeglichen. Ja. So schnell geht es. Schön. Oh Mann. Das ist so hart. Diese DI-Traps, diese Vorwürde, da gab es jetzt einfach keine gute DI. Der ist es weg bis zum Boden und der ist es nach vorne, kann er mit einer AB, obwohl das David jetzt nicht so oft macht. Nächster Counter, oh, er trifft tatsächlich. Oh, das ist fast der Disrespect hier. Das kann auch anders lösen, aber sehr schön. 3-1. Da hat David das schön reversed. Und jetzt sehen wir.